Jährlich werden Hunderte oder sogar Tausende Menschen vermisst und nur einen kleinen Prozentsatz von ihnen findet man wieder, tot oder lebendig. Ex-Kriminalist und Special Agent David Paulides bemerkte etwas Sonderbares bei einigen Fällen, die sich in den Wäldern Nordamerikas ereignet haben. Spurlos verschwanden dort nämlich nicht nur Touristen, sondern auch erfahrene Jäger, die in den Gebieten ganze Jahrzehnte erfolgreich gejagt haben. David Paulides analysierte tausende Fälle und kam zu erstaunlichen Ergebnissen. Einige von ihnen konnte er anhand von seltsamen Ähnlichkeiten kategorisieren und zuordnen. Eins steht fest, in den Wäldern und Nationalparks Amerikas passieren richtig seltsame Dinge, die ganz oder teilweise unerklärlich sind und die weisen auf paranormale Aktivitäten hin. Die Regierung zeigt auch ein ungewöhnlich großes Interesse an den Fällen. Nicht selten tauchen FBI-Agenten nach dem Verschwinden eines Menschen auf. Dabei muss man auch anmerken, dass der Inlandsgeheimdienst der USA keinesfalls auf dem im Wald verschwindende Jäger sich spezialisiert hat. Heute werden wir uns ein paar solcher Fälle genauer anschauen und versuchen, der Wahrheit zu folgen, egal was es kostet. Die meisten Menschen verschwinden unter unerklärlichen Bedingungen in der Nähe des Yosemite National Parks. Dort wurden die meisten Fälle dokumentiert. An keinem anderen Ort der Welt wurden so viele Menschen vermisst wie hier. Bislang weiß keiner warum, wie und wieso. Doch eins ist klar, das ist kein Zufall. Nicht selten wird hier das FBI gesichtet, obwohl die zentrale Sicherheitsbehörde sich normalerweise mit anderen Dingen beschäftigt. Die Einwohner der naheliegenden Städte und Siedlungen sind beunruhigt. Die Jäger erzählen von leuchtenden Objekten am Himmel und seltsam für den Wald unnatürlichen Geräuschen. Hier passieren Dinge, die dank David Paulides ans Licht kommen und große Wellen schlagen. Seit den 1950er Jahren befindet sich in einer Höhe von 2 Kilometern in der Gegend vom Yosemite National Park ein Jägercamp. An einem Abend konnten die Jäger wirklich erschreckende Tonaufnahmen machen, die sie wissenschaftlich validieren wollten. Sie reichten ihre Bänder bei Dr. Lynn Crillon ein, ein Professor für Elektrotechnik an der University of Wyoming. Die Analyse ergab, dass die Geräusche von Kreaturen stammen, die physisch größer als ein Mensch waren, basierend auf Tonhöhe und Geräusch, geschätzte Körpergröße zwischen 2,5 und 3 Metern. Es wurde mehr als eine Kreatur aufgezeichnet. Die gefundenen Fromant-Frequenzen waren deutlich niedriger als beim Menschen und ihre Verteilung deutet nicht darauf hin, dass sie menschlicher Natur waren. Die Untersuchungen kamen auch zu dem Schluss, dass das Band keine Anzeichen dafür aufweist, dass es manipuliert wurde. Die Aufnahmen, die ihr jetzt hören werdet, sorgen für Gänsehaut. Die Jäger haben die Ereignisse oft diskutiert und nach Antworten gesucht. Man sitzt da am Feuer und kann sich vor Schreck einfach nicht mehr bewegen. Man hat das Gefühl, dass jeden Moment etwas aus der Dunkelheit kommt und dich mitreißt. Du sitzt und wartest, aber es passiert nichts. Und das ist verdammt seltsam, weil du etwas hörst, aber nichts siehst, sagte einer der Jäger in einem Interview.
Im nächsten Jahr 1972 geschah es nochmal, doch auch diesmal konnten die Jäger nicht herausfinden, wer oder was dort war. Experte für Kryptolinguistik Scott Nelson sagt, dass die Frequenzen der Stimmen absolut unmenschlich waren. Die Spanne von Tief und Hoch war viel zu groß. Er ist sich sicher, dass die Stimmen auf dem Band einer bislang unbekannten intelligenten Lebensform gehören. Die Kreaturen wollten oder konnten sogar miteinander kommunizieren. Die Experten sind der Meinung, dass man die Aufnahmen hätte fälschen können, aber nicht in den 70er Jahren. Außerdem wäre es für die meisten sehr gefährlich, nachts zum Camp voller bewaffneter Männer zu kommen, um diese zu erschrecken. Diese erfahrenen Männer schlafen sogar mit ihren Waffen. So einen Streich für jemanden zu spielen, wäre echt dumm. Außer Stimmen hörten die Jäger auch nachts noch andere Geräusche. Sie berichten von lauten metallischen Knallen, so als würde jemand eine gigantische Dose Ravioli aufmachen, oder Geräuschen, die einer Autotür beim Schließen ähneln. Dabei liegt die nächste befahrene Straße 70 Kilometer entfernt. Lichter im Himmel sind hier auch keine Seltenheit. Leuchtende Sphären beobachten die Jäger in der ganzen Umgebung. Man spricht darüber nur nicht gerne, weil man nicht weiß, was es ist. Aber jeder hier hat es schon mal gesehen. Die Lichter bewegen sich nicht chaotisch, es wirkt so, als würde man sie steuern. Im Juli 2016 verbringt Ron, einer von den Jägern, mit seiner Frau Tai Tage im Camp. Als sie im Zelt waren, tauchte plötzlich eine kleine blau leuchtende Kugel auf und flog um das Zelt herum. Dann verschwand sie zwischen den Bäumen. So etwas passiert hier ständig. Können diese paranormalen Aktivitäten in Verbindung mit vermissten Menschen stehen? Es gibt Fälle, die man genauso wenig erklären kann wie die unmenschlichen Stimmen im Wald. Diese Fälle sind so seltsam, dass man jegliche Erklärungsversuche der Polizei fast schon in den Müll schmeißen kann. Ist es also etwas Übernatürliches? Die Crazy Mountains verlaufen zwischen den Flüssen Musselshell und Yellowstone auf einer Länge von 64 Kilometern. Sie bildeten sich 300 Millionen Jahre früher als die Rocky Mountains. Es ist eine Insel von Bergen. Wenn man dort einen Fluss oder Bach entlang geht, egal wo, wird man zu Menschen kommen. Es gibt einige Gründe dafür, warum die Bergkette Crazy Mountains heißt. Eine Legende besagt, dass dieser Ort vor den Indianern verflucht wurde. In dieser Gegend lebte früher der Abschirki-Stamm. Als die Europäer kamen und sie verjagten, haben sie die Berge verflucht. Jedes Mal, wenn der Wind weht, verlieren seitdem die weißen Menschen den Verstand in den Bergen. Dieser Ort ist für viele Tiere unter den Jägern bekannt. Eine Geschichte werden wir uns etwas näher anschauen. Am 3. September 2014 machte sich Aaron Hedges mit seinen zwei Freunden auf den Weg zur Jagd. Geplant war eine ganze Woche in der Wildnis, Zeitpunkt Campfire Lake. Auf dem steinigen Weg verloren die Freunde ihre Schlafsäcke. Aaron entschied sich, neue in einem nicht weit gelegenen Versteck zu holen. Das Versteck befand sich nicht weit vom Sunlight Sea. Die Ortschaften kannte er wie seine Westentasche, also entscheidet er, den Weg alleine zu machen und anschließend zu seinen Freunden zurückzukehren. Doch es sollte anders kommen. Am selben Tag versuchten die Freunde Aaron per Funk zu kontaktieren. Dabei handelte es sich um ein Funk-GPS-Gerät German Rhino mit eingebautem Display, auf dem man sieht, wo der Gesprächspartner sich befindet. Die Freunde waren sehr überrascht, als sie Aarons Koordinaten sahen, denn laut GPS befand er sich in einer komplett anderen Richtung. Als er zur Kreuzung kam, war er merkwürdigerweise nach rechts abgebogen, was absolut unverständlich war. Es ist echt schwer, ausgerüstet mit einem GPS, den Weg zu verpassen. Die Freunde warteten einen Tag und gingen los, Aaron zu suchen. Dann fing plötzlich der Schneesturm an und die Freunde alarmierten die zuständigen Behörden. Die Suchaktion startete mit 30 erfahrenen Männern und dauert 2 Tage bis zum ersten seltsamen Fund. Ein Freiwilliger fand Aarons Schuhe. Die Schuhe standen da, als wären sie absichtlich ausgezogen und abgestellt worden. Nebeneinander, Schuh neben Schuh. Daneben war eine Feuerstelle, eine Zigarette und abgeschnittene Trageriemen vom Rucksack. Interessanterweise war eine Gruppe des Suchteams einen Tag zuvor schon da. Dort war von den Fundsachen aber noch keine Spur. Keine Schuhe, keine Feuerstelle. Wie ist das möglich? Der örtliche Sheriff Alan Ronberg beschäftigt sich mit den Suchaktionen von Menschen seit 20 Jahren. Und er hatte hier schon mit einigen Dingen zu tun, aber so etwas hat er noch nie erlebt. Es war klar, dass Aaron ohne Schuhe bei den scharfen Steinen in der Gegend nicht weit gekommen sein konnte. Also suchten sie in diesem kleinen Gebiet weiter. Leider vergeblich.
Die Suchaktion endete erfolglos am 22. September. Nach Aaron haben 60 gelernte Personen, 20 Hundeteams und 2 Hubschrauber gesucht. Doch es war noch nicht alles. Nach 9 Monaten, am 22. Juni 2015, passierte etwas absolut Unerklärliches. 2 Farmer fanden Aarons Rucksack 100 Meter entfernt von deren Zaun an einem Baum abgelegt. Daneben lag seine Armbrust und seine Trinkflasche. Alle Sachen sahen so aus, als hätte Aaron sie selbst dort vor einigen Stunden abgelegt. Im Rucksack fanden die Aussiedler Aarons Jagdschein, Handy, seine Pistole und ein paar Snickers sowie restliche Kleinigkeiten. Nach einem ganzen Winter mit Schnee und Regen waren die Sachen wie neu. Wie ist das möglich? Von diesem Baum sieht man die 400 Meter entfernte Farm und die Straße. Nach einem Jahr fand man seine Überreste, 17 Kilometer entfernt von den letzten GPS-Koordinaten und 10 Kilometer von dem Ort, wo die Schuhe stehen gelassen wurden. Sein Schädel lag unter einem Baum, die Gerichtsmediziner konnten nicht die Todesursache feststellen. Aarons Überreste fehlten die Füße. Was ist passiert? Warum ging Aaron den Fluss entlang und nicht einfach zurück, als er bemerkte, dass er falsch liegt? Wie konnte er ohne Schuhe über die steinige Berge noch 10 Kilometer auf dem frischen Schnee schaffen und danach auf einem Stein sitzen, von wo aus man die Farm und die Straße sieht? All diese Fragen werden ein Mysterium bleiben. Weitere merkwürdige Fälle passierten in den Sierra Mountains. Wer diese Berge besucht, wird gleich verstehen, dass es ein besonderer Ort ist. Hier bekommt man ein seltsames Gefühl von Geheimnis. Den Aussichtspunkt Donald's Rister Point erreicht man über die 108 Straße, die direkt dorthin führt. Dieser Ort ist aber nicht nur für die Natur und Aussicht bekannt. In den letzten paar Jahren sind hier 3 Menschen spurlos verschwunden. Alles passierte nach demselben Schema. Man findet verlassene Autos ohne Fahrer. In manchen Fällen ist der Motor noch an. Alle persönlichen Sachen bleiben im Auto und der Fahrer ist weg. Die Suchaktionen ergeben nichts. Bragg Phelps verlässt sein Auto 1,5 Kilometer von dem Aussichtspunkt entfernt mit einer Kamera und verschwindet. Warum er eine Kamera mitnimmt, bleibt ein Geheimnis. Die Suchaktion endete nach 5 Tagen. Patricia Sewell Trollhast verlässt ihr Auto 1 Kilometer von dem Aussichtspunkt und verschwindet. Nita Mary Mayo verlässt ihr Auto auf dem Parkplatz und verschwindet mit ihrer Kamera. Das Seltsame an der Geschichte ist, dass in den letzten 11 Jahren alle an demselben Ort verschwanden. Man könnte vermuten, dass die Menschen in die Schlucht gefallen sind, doch man fand keine Überreste. Verbreitet sind auch Fälle, wenn Menschen innerhalb von wenigen Sekunden verschwinden. Thomas Messick verschwand am 15. November 2015 beim Jagen mit Freunden. Er ging etwa 120 Meter von den anderen weg. Dabei hatte er sein Gewehr, einen Snack und ein Walkie-Talkie dabei. Der ehemalige Fallschirmjäger war topfit und kannte sich mit seinem Waldgebiet gut aus. Die Suchaktion endete nach einer Woche. Von Thomas keine Spur. Keine Kleidungsreste, kein Gewehr, nichts. An dem Tag hörte sein Freund Sid Sharp einen seltsamen, für den Wald untypischen metallischen Klang in den Bergen. Nach den Geräuschen wurde alles still, die Vögel hörten auf zu singen. Er erzählte von einem Gefühl, wie in einem Vakuum zu sein. Nach etwa einer halben Minute war alles wieder normal. Bei der Suche nach Thomas Messick waren 4 Hubschrauber mit Wärmekameras im Einsatz und hunderte von Freiwilligen mit Spürhunden. Die Suche blieb erfolglos. Der Hund von Thomas wartet immer noch auf sein Herrchen am Fenster. Am letzten Tag erreichten 2 FBI-Agenten das Gebiet und teilten seiner Frau mit, dass ihr Mann jetzt offiziell als vermisst eingestuft ist. Dabei ist anzumerken, dass nach dem Protokoll des FBI sich grundsätzlich nicht mit Vermissten beschäftigt. Was also hat das FBI und die Regierung damit zu tun? Wissen Sie etwas, was wir nicht wissen? In den Bergen verschwindet ein älterer Mann und plötzlich kommt das FBI aus dem Nichts. Ist das nicht seltsam? Jedes Mal, wenn die FBI-Agenten zum Ort des Geschehens kommen, notieren sie die Merkmale der Umgebung, alle möglichen Informationen und schicken es in die Zentrale nach Virginia. Dort werden die Daten ausgewertet und nach ähnlichen Fällen sortiert. Also waren die Agenten auch an diesem Fall sehr interessiert. David Polidis fand alte FBI-Berichte aus den 60ern und staunt. In der Zeit wurden unzählige ähnliche Fälle untersucht und gründlich dokumentiert.
Möglicherweise versuchen sie genauso wie wir, dieses Phänomen zu verstehen und zu untersuchen. Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es in den Wäldern von Nordamerika zurzeit tausende Menschen gibt, die vermisst werden und dass die Menschen unter sehr merkwürdigen Bedingungen verschwunden sind. Gib uns ein Like, wenn dir das Video gefallen hat und du noch mehr von unerklärlichen, mysteriösen und schockierenden Stories hören möchtest.